Hüter gefallen. Und er ist tot. Alle Gegner wurden ausgeschaltet. Herzlich willkommen zurück zur letzten Episode Witwenhof mit Daywalker und Lea. Wir haben jetzt hier noch zwei Spiele. Ich habe allerdings gewechselt vom Sonnenbezwinger weg. Ihr seht es ja, wir haben jetzt schon dreimal verloren. Der Buff ist schon weg. Und wir haben nur ein einziges Spiel gewonnen mit Sonnenbezwinger. Also ja, super Subclass. Finde ich mega dufte. Gelingt mir immer der Dreifach-Kill. Ist gar kein Problem. Also wir spielen jetzt als Verteidiger mit Unterdrückungsgranate. Da ist sowohl die Granate besser, da ist der Nahkampf besser, da ist alles besser. Wobei wir hier jetzt mit Granate und Nahkampf niemanden killen. Unterdrückt ist er zwar, aber ja, keine Ahnung, ob ihn die Granate nicht wirklich getroffen hat. Ich dachte eigentlich, dass ich da mindestens einen killen kann, wenn ich die Granate in alle drei reinschmeiße und einen mit Nahkampf noch treffe. Dem war wohl nicht so. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall die Unterdrückungsgranate ein bisschen besser als die Brandsatzgranate, allein weil sie die Fähigkeiten halt blockiert und weil sie ähnlich viel Schaden macht wie die Brandsatzgranate, nur der Verbrenneneffekt fehlt dann halt. Und die Bubble mit Waffen des Lichts und leerer Blick ist auf jeden Fall besser als ein Sonnenbezwinger, der Hämmer wirft, die ewig lang brauchen, bis sie bei den Gegnern sind und selbst wenn sie genau neben den explodieren, die nicht killt, wenn sie zum Beispiel ihren Sonnensänger gestartet haben. Und man dann relativ schnell tot ist, da ist mir die Bubble auf jeden Fall deutlich lieber. Und Überschild, Machtbarriere nach einem Nahkampfkill ist nicht so gut wie beim Sonnensänger, ist aber auf jeden Fall deutlich besser als der Nahkampf vom Sonnenbezwinger. Ja, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Ich snipe jetzt hier. Weiß nicht, wo der Schuss hinging. Wahrscheinlich in die Mauer da rein. Hat die Ziele für mich in die Mauer reingezogen. Jetzt werde ich mal eine Unterdrückungsgranate da oben hin. Treffe leider niemanden. Teammates sind jetzt auch da. Jetzt pushen wir hier vor. Er ist hier hinter der Mauer. Immer noch schnell die Spezialmuni, bevor ich da reingehe. Jetzt verbrennen beide Teammates und ich sehe den da leider nicht. Der sitzt da hinter der Mauer. Jetzt kommen sie schon von hinten. Ich weiche jetzt hier erstmal aus. Daywalker ist jetzt leider schon tot. Ich sehe halt niemanden. Wenn ich jetzt irgendwann mal irgendeinen sehen würde, wäre es nicht so schlecht. Jetzt bleibe ich erstmal Daywalker wieder. Und jetzt werde ich von der Seite niedergeschmäht. Mit einem harten Licht und der Granate. Ich kann jetzt wiederbelebt werden. Wo bist du denn da? Daywalker kommt schon. Muss mir erstmal hier wieder ein bisschen orientieren, ey, wo hier was ist. Jetzt denke ich erstmal da die Leiche. Da ist auch schon einer, der ihn wiederbelebt. Den haben wir wieder ausgeschaltet. So, der letzte ist auch irgendwo da links oben. Lea ist jetzt gestorben. Jetzt pushen wir auf den drauf. Und mit schlechtem Karma haben wir ihn dann. Halb tot war er ja auch schon. Schlechtes Karma auf jeden Fall deutlich besser als der Sonnenbezwinger. Also ich habe echt lieber schlechtes Karma in der Hand als diese scheiß Hammer. Du bist so schnell tot und machst halt niemanden weg. Das ist ja Wahnsinn. Und ja, ich habe die natürlich alle in die Wand reingeworfen und nie irgendwo mal auf die Gegner einen Hammer geworfen. Ist mir auch klar. ja, da oben ist schon wieder einer. Das ist gut. Und der sich jetzt nochmal da zeigen würde. Ja, leider ist er dann stehen geblieben. Jetzt habe ich ihn mit Körpertreffer, jetzt werde ich eine Granate hinterher. Jetzt erwische ich den, ja. Lea ist jetzt von einem Automatiker gekillt worden. Ich pushe jetzt hier ein bisschen vor, der war schlecht. Jetzt habe ich ihn mit Körpertreffer und jetzt muss ich eigentlich hinterher gehen. Und dann habe ich ihn mit schlechtem Karma ausgeschaltet. Brauche nicht nachzuladen, weil das macht die Waffe ja automatisch. Das ist auf jeden Fall super dufte. Den treffe ich nicht. Jetzt habe ich ihn mit Körpertreffer, Waffe wechseln und wieder nachgeladen. Top. Lass mal pushen. Schlechtes Karma gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ist nicht unbedingt die Waffe, die den niedrigsten DPS hat. Ne, den höchsten DPS, aber die niedrigste Time to Kill. Aber sie ist von den Fähigkeiten, mehr Superenergie aufzuladen und nachzuladen nach jedem Kill auf jeden Fall extrem stark. Und sie hat halt Autofeuer und relativ gute Zielhilfe. Schießt relativ schnell. Und ich renne hier dem Gegner genau in sein dämliches Crosshair. Mit leerer Blick. Immer diese scheiß Hardscope. Da bin ich schon ein bisschen weggeschoben worden. Den habe ich angeschossen. Müsste jetzt irgendjemand killen. Ich habe mal eine Granate dahin. Trifft leider nicht. Jetzt kommt der weg. Das ist natürlich ärgerlich. Pass auf, einer sitzt. Pusht er da rein. Snipe. Warum er das macht, keine Ahnung. Lea hat er auf jeden Fall mitgenommen, aber jetzt liegt er halt bei uns. Da war ein bisschen zu voreilig. Da hätte er ja mal auf seine Teammates warten sollen. Die beleben sich da oben gerade wieder. Ich versuche den zu snipen, aber ständig ducken sie sich einfach hinter die Mauer. Ist ja nicht unbedingt so die Vorteilsposition hier, wenn man da oben einfach unendlich Deckung hat.
Der ist zu schnell durchgerannt. Wie gesagt, wir haben die Leiche hier safe. Spezialmunition können wir uns nochmal holen. Der Der rennt im kommt schon wieder jetzt Kreisverbund von auf jetzt rechts ein Kumpel. reingepusht. Drückungsgranate dahin. Und Lea hat ihn dann den Headshot. Welche, was der letzte jetzt macht, der ist immer noch nicht da. Die laufen alle einzeln rein. Das ist natürlich auch eine Strategie. Ich hole mir jetzt hier nochmal Spezialmunition. Also wirklich 18 Schuss. Und der Der eine, letzte der ist da war rechts einer, wird jetzt unten. bestimmt versuchen, uns zu snipen, denke ich mal. Ja, ich sehe ihn Also ein halt nicht mal. bisschen Keine in Deckung Ahnung. laufen auf jeden Fall. Ich würde ja gerne auf den schießen, aber wenn ich ihn nicht sehe, wird es ein bisschen schwierig. Granate bleibt leider genau an diesem Schild da hängen. Jetzt pushe ich aber, weil der eigentlich schon low ist. Rennt aber Zack, weg. rot. Und alle Teammates laufen hinterher. Zack, Jetzt sage ich, zack, irgendjemand mal die zack, Leichen zack, decken. rot. Jetzt verschiebe ich Ist natürlich rot. wieder zu den Leichen, weil er da jetzt nämlich zurückgeht und auf der anderen Flanke kommt. Mit Nahkampf Ich war da getroffen, jetzt schon. schieße ich ihm in den Rücken und dann haben wir ihn auch. Das sollte man auf jeden Fall nicht mal. Alle drei den über eine Flanke verfolgen. Wenn, dann sollte man sich aufteilen und von zwei Flanken reinkommen. Das Sonst war der bringt es nicht Fall von ganz so viel. Amor. Weil dann rennt er nämlich einfach zu den Teammates und dann sind alle drei wieder da. Und dann haben sie ein Überschild und dann rennt man zurück und dann killen sie einen. Also mindestens einer sollte bei den Leichen bleiben und dann noch ansagen, wenn der dahin verschiebt. Ich pushe jetzt hier wieder auf die Schwere, Ja hab eine natürlich Bubble, die Killer werde ich jetzt auch Instinct. Ich pushe benutzen. deren Muni. Mit Waffen Geh du ist mal ruhig nichts, nach Körpertreffer rechts. Ich One-Shot. pushe deren Muni und schmeiß in Muss ich noch eine Nova rüber. Position finden, wo ich da auch einen sehe. Wenn ich Kann man rechtzeitig hier dahin oben auf die komme. Mauer stellen, da ist einer. Jetzt geht er genau dann weg, wenn ich schießen wollte eigentlich. Munition. Daywalker hat seine Bitte rein. Nova-Bombe gestartet und noch einen mit Raketenwerfer weggemacht. Und jetzt ist er auch gestorben, verbrannt Das von, war's. weiß ich nicht, Granate oder Sterben. was. Jetzt holen wir ihn auf jeden Fall mal wieder. Ich weiß nicht, aber Und die sind dann ja sind wir in beide einer jetzt bei 2-gegen-1 uns. Situation und haben beide Leichen hier safe. Das sollten wir eigentlich gewinnen, wenn er jetzt nicht irgendeinen Super startet. Er ist jetzt rechts von uns. Hat er denn die Werfe schwere ich Muni da mal eine aufgehoben? Granate Oder. hin. Vielleicht läuft er da genau rein. Er Nein, leider kommt jetzt zu nicht. uns, Lightning. Aber da ist er, hat Er einen kommt. Raketenwerfer und Daywalker hat ihn ein bisschen angeschossen. Ich habe da noch einen Sniper-Schuss drauf gemacht Er und ist dann tot. haben wir ihn auch ausgeschaltet. Insgesamt der Verteidiger einfach Alle eher Gegner meins. wurden Vielleicht bin ausgeschaltet. ich einfach nicht Sonnenbezwinger-kompatibel, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man die Hämmer werfen soll, wenn die Gegner ausweichen. Man kann ja schlecht wissen, wohin die ausweichen. Man kann es ungefähr abschätzen, klar. Man kann den Hammer in den Laufweg schmeißen. Wenn die sich aber dann anders entscheiden und in die Mach andere ich Richtung laufen, Ball. triffst du den Hammer niemanden. Und wenn die rumspringen, wird es ganz, ganz schwierig. Also wenn die nur laufen, geht es ja noch einigermaßen. Aber wenn die anfangen zu springen, mit dem Hammer dann in der Luft zu treffen, ist ja quasi eine Unmöglichkeit. So, die Granate war schön, jetzt habe ich ihn hier gekillt. Krieg leider Ich kein sehe ihn rechts Überschild, hinter warum der auch Mauer. Ich immer. schmeiß mal eine Nate hin, um die ein bisschen Und er rauszulocken. hat sich jetzt Vorsicht, wiederbelebt. Jetzt muss ich Lightning, hier mal Nate. wegkommen. Nach hinten. Ja, da ist da auch noch ein Gegner, aber ich schaff's irgendwie hier die ganze Zeit auszuweichen. Ich brauche jetzt unbedingt Backup. Daywalker kommt jetzt von der Seite, hat einen mit Headshot gekillt. Das ist jetzt mal hinter dem LKW in Deckung zu gehen. Und den Sonnensänger, der sich wiederbelebt hat, zu snipen eventuell. Da unten ist er. Daywalker Tut mir hat ihn leid, dass ich jetzt schon. lache, aber das ist schon Das witzig. ist Naja. optimal. Und dahin ist der Letzte. Der springt gerade aus meiner Granate raus. Jetzt habe ich ihm hinterher geschossen. Treffe ihn leider nicht. Der ist Noch hier einer unten da. irgendwo und will jetzt ins Teammate wiederholen. Ich müsste ihn halt mal sehen. Wo Dann ist er könnte ich denn? ihn vielleicht auch holen. Keine Ahnung, was der macht. Das. Versuche jetzt hinterher zu rennen, aber irgendwie ist er Also, ich verschwunden. bleibe jetzt hier bei den Geistern, ne? Sind wir auf jeden Fall mal bei den Leichen. Jetzt kommt er zu mir. Der hat auch noch einen super gestartet. Strahlende Haut anscheinend. Oh, er Da hat habe ich noch Dings eine an. Dunstgranate Ach. dahin, vielleicht treffe ich ihn ja Ja, damit. Dings hier, Jetzt hole ich Daywalker. Wiederbelebungsscheiß angemacht. Oder auch Aber der ist ganz nicht. schön. Er ist schon Lea rot. hat ihn geholt. Ist da Ja, rüber. ohne Wappen von Alpha Lupi ist er echt schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Lea müsste jetzt mich holen. Schafft sie auch. Und jetzt muss ich ihn snipen, weil ich die Sniper in der Hand habe. Und Ich er hat ein kann nicht zu dir Überschild. sliden, ey. Treffe ihn halt dreimal nicht. Auf 5 Meter. Immer knapp vorbei, aber knapp vorbei ist auch daneben. Die Runde hätte man nicht so blöd verlieren dürfen. Das war ein bisschen ungeschickt. Dein Team wurde eliminiert. Viel Glück beim nächsten Mal, Hüter. Ich habe auf jeden Fall gleich meine zweite Bubble, deswegen immer super einsetzen, sobald man es hat. Weil dann hat man es sehr wahrscheinlich zwei, dreimal im Spiel. Und nicht nur ein einziges Mal. Da oben sitzt einer, den müsste ich doch jetzt haben. Also ich habe zur Hälfte gleich Jetzt schon, glaube läuft sie ich, mir halt Erfolg. genau ins Bild. Da kann ich halt Oder wenig die Hälfte, machen. zwei Drittel. Weiß nicht, ob ich den überhaupt gehabt hätte, aber die Chancen, dass ich ihn getroffen hätte, ohne Die dass mir hocken jemand hier ins Bild hinter läuft, wäre Mauer, auf jeden klar. Fall höher gewesen. Aber naja, sei es drum. Jetzt ist er da unten links bei der Schweren, läuft schon wieder durch. Viel zu schnell, kann ich nicht reagieren. Keine Chance. Ich gehe jetzt hier offensiv. Ultra Sehe halt weak. auch nie jemanden. Weiß nicht genau, was die machen. Die verschwinden immer einfach. Jetzt habe ich meine Bubble. Und die zünde ich jetzt hier bei den Gegnern. Die Feuerblitzgranate bringt dir da nichts. Den unterdrücke ich mit der Er schießt mit Unterdrückungsgranate. hartes So Licht gut wie gegen den Mund, der tot. Kann Freak. ich wegspringen. Den habe ich.
Da bestimmt in so einem Lightning Jetzt haben wir Gun noch gesehen, einen ne? Gegner und der ist da unten. Hätte ich auch fast noch getroffen. Ah, wenn ich den jetzt Ich liebe meinen mal. Controller. Er rennt halt genau immer in die Wand, wenn ich gerade schießen könnte. Und jetzt habe ich ihn aber. Er Da geht durchs kommt er nicht mehr Haus. weg. Versucht mich dann jetzt bestimmt umzuholen. Schnappt Ja, den mal. Verteidiger 5-2. Das war doch mal ein ganz schönes Spiel. Und dann schauen wir uns direkt mal das nächste Spiel an. Gegnerisches Team Lea ausgeschaltet. hat ihren Boah, Bogen ich gar hab nicht was benutzt. Blaues Das haben wir immerhin gekriegt. schon zwei Siege. Das ist ja Reformvera. Wahnsinn. Also drei mit dem Buff. Das ist mega gut gelaufen auf Witwenhof. Mega, mega gut. Aber wieso werde ich eigentlich nicht mehr Überragend. geteabaggt? Ich fühle mich schon ein bisschen vernachlässigt Viel hier. besser konnte es eigentlich gar nicht laufen. Na, immerhin kriegen wir mal ein bisschen Loot. Hier sind wir im nächsten Spiel. Ich natürlich wieder als Verteidiger. Warum soll ich jetzt wechseln? Ich habe aber Wappen von Alpha Lupi jetzt reingenommen. Weil der Vorteil von Alpha Lupi einfach ein bisschen höher ist als Dämmerbruch Garnison. Gerade wenn man die Bubble spielt und dann drei Sphären macht statt nur zwei. Ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Und das schnellere Wiederbeleben braucht man einfach. Aber es Gerade auf so gibt einer nur offenen ein Map, wo man ständig richtig geiles. beschossen wird von allen Seiten, wo man keine Deckung hat. Ich pushe hier Hardcore rein. Einen habe ich jetzt und dann Jetzt werde könnt ihr ich mich von mal der ein Lichtsein Sweet Samin Granate Revenge machen. gekillt. Und Daywalker nimmt auch noch einen mit, aber leider haben die noch einen, der lebt. Stirb durch Die meine Granate Nade. war natürlich Oh, mega daneben ich sterb uns. durch Ich deine wechsle Nade. jetzt wieder auf Eisengans C, weil ich keine Spezialmunikiste aufmachen konnte. In der ersten Runde. Das ist halt das Problem, wenn man keine Spezialmuni am Anfang bekommt und verliert die Gegner war Runde richtig und scheiße. die Runde ging nicht besonders lang, dann hat man halt in Arschlochmuskeln. der nächsten Runde auch keine Spezialmunition und so zieht sich das dann durchs ganze Spiel, weil wie will man eine Runde gewinnen ohne Komm her, Spezialmunition, schieß gerade auf auf so einer mich, offenen Wirt. Map. Ist halt nicht so durchdacht, dieser Dings von Bungie. Ich laufe hier wieder in einen rein, mache einen Nahkampf und Ich der hab macht Angst. zwei. Hinten an der Mauer hängt einer. Hat wahrscheinlich Ist schnellere da. Nahkampfgeschwindigkeit, aber Daywalker hier schön mit dem Scout-Gewehr zwei Leute Was los hier? Was ausgeschaltet. los hier? Was los hier? So ist auf jeden Fall top. Ich krieg wieder keine Spezialmuni, aber ich habe ja jetzt die Standardmunition von der Eisengranz, die 18 Schuss, und das Ist da sind noch gar nicht mindestens gespawnt. mal 3-4 Schuss für die Sniper. Eher 5, würde ich Ich sagen. spawn bei Eigentlich sind ersten es nur drei Sekunden. zwei. Tja, schade, habe ich mich wohl verrechnet, aber zwei Schuss sind besser als 0 Schuss. Spezialmuni, spawn mich! So kann Alter, man wir es ja auch spawnen durch das Spiel ziehen, erst in einfach drei jede Runde die Sekunden. Waffen wechseln. Da Das habe ich ein bisschen ist daneben geschossen, da war ich sehr Ja, überrascht, ich dass der da so weiß. reinspringt. Ja, ich weiß. Einer ist jetzt tot, jetzt müssen wir zu den Leichen verschieben. Alter, war das Den habe ich auch noch Sniper-Schuss oder schön was? Boah, sehr mitgenommen. Da gut. musste ich erstmal das Recoil vom Landen Boah, bei das dem war ein hohen bisschen Sprung musste ich mega erstmal ein gut. bisschen kontrollieren, sonst hätte ich den wahrscheinlich früher gehabt. Und da ist noch einer. Der hat halt nichts mehr und dann kommt wieder die Lichtsensorminengranate genau neben mich. Brauche Und ich dann bin ich schon Nade? wieder tot. Hol mich. Er war Oder eigentlich er ist One-Shot. low, Lea hat wenn ihn du jetzt. irgendwas Sehr hast gut. zum Schmeißen. Gut gemacht, Lea. Wenn du irgendwas hast zum Schmeißen, schmeiß alles auf ihn, was du findest. Wir haben den Gegnerisches Team 0,5er KD. ausgeschaltet. Naja. Ich habe noch nicht mal einen aufgehoben. Mein Super ist nicht mal halb aufgeladen, das in der vierten Runde. Ich habe noch gar nichts geholt, Das ist halt Alter. schon ein bisschen bitter. Da sitzt auf jeden Fall Das einer, jetzt habe ich Einzige, einen was hier Körpertreffer echt Sinn gegeben. machen würde, wäre, wenn du Unterdrückungsgranate hinter links ist aber auch noch einer, jetzt muss ich das mal verschieben. Der andere ist auch nicht gestorben von der Granate, Wieso der ist wahrscheinlich stirbt er schon denn nicht? Ich habe noch weggegangen. gar nichts mehr, Mann. Und jetzt sind sie ja alle irgendwo um uns rum. Ich sehe leider wieder niemanden. Da Wo? unten ist einer. Bin ich da gelandet und jetzt schießt er mir von rechts in den Arsch. Jetzt muss ich erstmal weg. Ich bin ultra Wie ist weak. er gefallen? Todesweak. Todesweak. Und der belebt ihn jetzt natürlich wieder, da kann ich auch wenig machen. So schiebe ich zu den Teammates, lebe ihn wieder, schießt den einen noch kaputt, braucht nicht nachzuladen und der macht Golden Gun und ich habe ihn mit der Unterdrückungsgranate gekillt. Genau ihm in den Weg geschmissen. Wir sind zu zweit gegen einen und ja, sehr schön. Haben wir die Runde auch geholt. Die Unterdrückungsgranate war Lightning. natürlich mega, der war schon leicht angefrackt und dadurch ist er Wenn von du so diesen lachst, ne, 170 Unterdrückungsgranatenschaden machst du ist er dem dann Daywalker gestorben. Angst. Und selbst wenn er nicht gestorben wäre, wäre er aus seiner Golden Gun Klang raus echt gewesen. voll Dann hätte er wahr, auf jeden wie so Fall ein. nur mich gekillt. Also insofern ist die Unterdrückungsgranate Alter. nicht zu unterschätzen. Ich pushe Eine jetzt hier auf Mischung die aus Schwere drauf. Freude Ich habe und ja auch eventuell Wahnsinn. gleich meine Bubble. Ich pushe deren Muni mal. Welches denn Wir sind deren? leider alle noch voll Energie, beziehungsweise ich habe auf den geschossen, der volle Energie Ja, hatte. dann Und nehme der ich die hintere war hier. schon low und ja. Bisschen blöd gelaufen. Munition verfügbar. Aber von Mida ist man halt auch wahnsinnig schnell tot. Da kann schlechtes Karma einfach nicht mithalten. Devogon macht jetzt hier seine Jetzt pass Nova-Bombe, auf. killt leider nur zwei und dann kommt die Rakete von unten. Ja, das ist, wenn man da den einen gekillt hätten zu zweit, Fuck! der ist schon ultra weak war, Jalarhorn hat er. und dann uns zurückgezogen hätten und dann auf die anderen beiden noch gepusht hätten, wäre es deutlich Was für ein glorreicher Spaß, ey. gewesen. Wir haben halt auch noch Pech jetzt in der Runde. Dass ich natürlich genau auf den schieße, der volle Energie hat, ist natürlich Spiel doch Dings, Alter, das Luxus. Scout-Gewehr.
Absoluter Luxus. Der rennt mir hier schon wieder Reiche rein, der den treffe ich Kraft. leider mit Nahkampf nicht. Und der andere ist oben und killt mich da jetzt. Mit dem Eisenbahnerrevolver. Und Daywalker bewegt sich nicht beim Wiederbeleben. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, den sollte man nicht machen. Immer links rechts Ach so, ausweichen, sonst ja, macht sag man es doch den mal. Gegnern viel zu leicht, Da habe ich einen nicht zu gesehen. snipen. Und jetzt haben wir die Runde Ja, verloren, wo sag wir doch schon zwei einfach, Leute das ist doch down viel hatten. einfacher. Das ist natürlich bitter. Der eine er schießt mich von hinten, Daywalker rennt auf meine Leiche, bewegt sich nicht und kriegt einen Headshot und Lea ist dann alleine gegen drei. Du machst mich fertig. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Gut, Daywalker war nicht eingespielt. Sehr lange schon kein Osiris mehr gespielt. Da kann man wenig machen, ne? Nee, gar nicht. Jetzt Die hat Lea sind hier schön einen hier alle weggeholt, aber dabei. das wird extrem schwer. Der pusht jetzt auch schon auf sie. Jetzt macht sie noch einen Bogen, den hat sie leider nicht getroffen und dann kommt er mit der Shotgun um die Da Ecke. ist noch einer, soll ich dir sagen. Oben hinter der Da kann Mauer, man der nicht ganz jumpt so immer viel hoch. machen. Im 1 gegen 3 auf Witwenhof muss man schon extrem Klatsch spielen, um da eine Chance zu haben, weil man halt extrem weit weg ist von den Gegnern und selbst wenn man einen killt, dann können die den in der Regel in der Deckung wiederbeleben. Und wenn sie das nicht machen, dann schießen sie einen halt so zweit kaputt oder zünden noch einen Super oder was auch immer sie machen. Jetzt habe ich erst meine Bubble in Runde 7. Das Also das ist Match ja ist wirklich unentschieden. traurigst. Steht's Hätte wird. 3-3. Eigentlich haben wir 3-1 geführt und dann geht mal halt so die Runden weg, wo wir schon 3-1-Situationen haben und dann werde ich von hinten gekillt. Und den habe ich schön durch einen Schlitz gekillt. Der versuchte da zu headglitchen. Wer ist dein Dramon? Hast du ihn gesehen? Wenn ich das natürlich schon lange vorher sehe, dann nutzt ihm das auch nicht so ganz so viel. Den habe ich auch noch schön da weggeholt. Jetzt habe ich leider keine Sniper-Muni mehr. Jetzt müssen wir mal In der Luft aufladen. hat er mich erwischt. In den Teleport, ey. Und Krass. jetzt müssen wir auf den letzten pushen. Der geht jetzt da hoch. Und Druckungsgranate dahin. Die trifft leider nicht. Komm. Und jetzt hat er den in der Deckung dann wiederbelebt. Jetzt mache ich mal meine Bubble, dass ich die auf jeden Fall killen kann und noch eine Granate bekomme, die ich da oben hinschmeißen kann. Die trifft leider auch nicht. Die Bubble-Position ist jetzt natürlich mega ungünstig, aber eigentlich müsste ich den einen oder anderen mit Körpertreffer da jetzt ausschalten können. Jetzt ist leider noch einer hinter mir. Und die gehen halt immer genau in dem Moment weg, wenn ich aus der Bubble gehe und schießen könnte. Also ich meine, ihr seht's ja, Glück habe ich nun wirklich nicht. Ich kann einfach auf niemanden schießen, ich sehe auch nicht einen. Jetzt sehe ich den da, den habe ich jetzt. Jetzt ist da noch einer und der rennt mir mit der Shotgun rein. Und ich schieße halt einen halben Zentimeter an seinem Kopf vorbei. Ja, super, super gut gelaufen. Ich hätte eigentlich drei Leute da killen können, wenn der eine eine Sekunde länger da stehen geblieben wäre, wenn ich früher rausgegangen wäre aus der Bubble. Keine Ahnung, wir hatten schon wieder eine 3 gegen 1 Situation und schaffen es einfach nicht, die Leichen zu denken. Aber ich sag ja, wir haben echt schlecht gespielt. Das ist halt einfach so. Wenn man zwei Leute wegholt in der Runde, sollte man die zu 99% auch nicht mehr verlieren. Wenn noch alle drei Teammates am Leben sind. Und wir haben es halt regelmäßig geschafft, das noch zu verlieren, weil niemand auf die Leichen gepusht hat und wir einfach nichts gedeckt haben. Dem schmeiße ich eine Drucksgranate entgegen, ist er leider ausgewichen. Aber ich hole ihn mit dem schlechten Karma weg. Warum man da so reinpusht, keine Ahnung. Den schieße ich an. Jetzt muss ich den noch irgendwie killen können. Ja, den habe ich in der Luft. Jetzt lebe ich sie wieder und da kommt auch noch einer. Und der Golden andere hat schon wieder Gold und der hat Golden gestartet. Ja gut, ich meine, das war dann diese Playlist auf Witwenhof. Wir haben dreimal verloren, wir sind raus. Ich habe die Xbox Eliminiert. ausgemacht. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao und tschüssikowski. Wenn ich rechtzeitig denke,